Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Pokémon-Challenge und zwar dieses Mal The Pokémon Roach nur mit einem Lavados pazifistisch und das bedeutet, dass ich heute mal wieder nur Pflichtkämpfe machen darf. Es ist mir also nicht möglich, zwischen Kämpfen irgendwie Level zu grinden gegen wilde Pokémon, wenn ich mal nicht weiterkommen sollte. Und deswegen kann dieser Run hier tatsächlich scheitern, wenn ich halt nicht weiterkomme mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe so einen Run schon mal gemacht mit Arctos vor einer Weile und ich wollte dann natürlich Lavados und Zapdos folgen lassen. Der Haken ist nur, dass das Early Game mit beiden ziemlich unmöglich aussieht. Denn die erste Arena ist die von Rocco und die ist einfach nur sehr, sehr hart. Es ist nämlich eine Bodengesteinsarena und da irgendwie mit Feuerflug anzutreten, ist nicht so toll. Das Schöne ist aber, Lavados startet hier mit Schnabel und Feuerwirbel und Feuerwirbel hat in der ersten Generation noch eine sehr, sehr unfaire Mechanik in sich und zwar kann man den Gegner im Feuerwirbel gefangen halten und während diesen Runden, wo der Feuerwirbel wirkt, kann der Gegner überhaupt gar nichts tun. Es ist also theoretisch möglich, mit einem schnellen Pokémon den Gegner zu outspeeden und dann quasi für immer im Feuerwirbel gefangen zu halten, bis der Gegner besiegt ist. Das ist aber unfassbar unkonstant und sehr, sehr schwach, weil Feuerwirbel ist eine Attacke mit 15er Base. Es könnte aber theoretisch funktionieren und ich wollte es deswegen mal austesten, einen Lavados-Pazifismus-Run zu machen in der ersten Generation. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie der Run gelaufen ist, aber vorher gibt es noch ein paar Infos zu meinem heutigen Sponsor und das ist mal wieder Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends ist eines der bekanntesten Mobile-Games auf dem Markt und es ist vollkommen kostenlos und mittlerweile ist es sogar erhältlich für den PC und es gibt dort 13 verschiedene Fraktionen, die man spielen kann und die haben alle ihre eigene Lore und ich werde euch heute ein bisschen was über die Hochelfen erzählen. Die Hochelfen sind die älteste Rasse in der Telerian League und sie sind historische Verbündete mit den Bannerlords und dem Heiligen Orden, das sind zwei andere Fraktionen im Spiel, und ihre Unterstützung hat der Macht des Guten geholfen, der Macht des Bösen seit Jahrtausenden zu widerstehen. In dem ummauerten Königreich Arabia sind sie in Sicherheit und werden von der fast unsterblichen Herrscherin Königin Eva geleitet, und die Elfen sind ziemlich stark in der alten Magie und wir treffen sie während des Bürgerkriegs innerhalb der Liga, aber die aktuelle Hingabe der Königin Eva ist nicht so, wie sie aussieht. Um allerdings mehr zu erfahren über die Backstory von den Hochelfen, müsst ihr das Spiel selbst austesten. Ich persönlich finde es halt immer ganz cool, wenn hinter solchen Spielen eine große Lore steckt und hier hat sich auf jeden Fall das Raid-Team sehr viel Mühe gegeben und einige der coolsten Hochelfen werde ich hier im Hintergrund mal einblenden. Es gibt aber noch viele weitere sehr starke Designs, man muss sagen, Innovation ist hier auf jeden Fall zu sehen. Das Beste ist aber, dass Raid tatsächlich im letzten Monat das größte Update aller Zeiten veröffentlicht hat und das sorgt dafür, dass wir mittlerweile den Doom Tower haben und das ist ein Turm mit 120 Etagen, mit vielen geheimen Testräumen und 12 Bosskämpfen, die man dort ausfechten kann, was natürlich sehr, sehr viel Content bedeutet. Und es geht sogar noch weiter, und zwar bekommt ihr als neue Spieler den kostenlosen Champion das Bollwerk, 50 Diamanten, einen XP-Booster, einige Energy-Refills und sogar die sehr begehrten Ancient-Shards, einfach so gratis dazu. Und diese Belohnungen findet ihr im Spiel in eurer Inbox. Ihr müsst aber schnell sein, denn diese Belohnungen sind nur für 30 Tage verfügbar, nachdem dieses Video hier online gegangen ist. Mich persönlich findet ihr im Spiel unter dem Namen Creepfan und ihr könnt sehr gerne meinem Clan beitreten. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Spiel hier mal eine Chance geben würdet, denn es ist nicht umsonst eines der größten Mobile Games überhaupt. Und es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert, von daher klickt gerne in den Link in der Beschreibung, denn dort könnt ihr euch wie gesagt das Ganze runterladen. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run. Ich kann aber schon mal eine Sache festhalten und zwar ist Lavados sehr, sehr anstrengend und gerade die furchtbare Genauigkeit von Feuerwirbel und das sehr, sehr harte Early Game machen diesen Run hier zur Hölle, aber seht einfach selbst. Und wir starten natürlich auch heute mal wieder mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal entschieden, hier meinem Rivalen ein Shigi zu geben, damit er später ein sehr starkes Turtok haben wird, was mich sehr effektiv angreifen kann mit Wasserattacken. Und ich würde sagen, das ist auch die schwierigste Wahl, die ich hier irgendwie hätte treffen können. Und benannt habe ich mein Pokémon dieses Mal nach meiner Zuschauerin Franziska. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den oben angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann geht es auch schon los hier mit dem ersten Rivalen-Battle und das ist natürlich kein großes Problem. Der tritt hier an, nur mit einem Shigi Level 5 gegen mich und das ist alles kein Thema. Man sieht aber hier schon leider, dass mein Moveset ziemlich garbage ist und zwar habe ich leider nur Schnabel und Feuerwirbel. Keine wirklich guten Angriffe. Es gibt zwar diese sehr, sehr gute Feuerwirbelmechanik, die wie gesagt auf meiner Seite ist, aber ja, mehr habe ich auch nicht vorzuweisen eigentlich, weil Schnabel als Step-Angriff ist dann doch eher peinlich. Und deswegen ist die erste Arena natürlich eine absolute Hölle. Das kann man auch nicht schönreden. Die Arena ist die von Rocco und der hat eine Bodengesteinsarena mit Onyx und Kleinstein und der ist halt einfach komplett überlevelt. Wenn man hier pazifistisch spielen sollte, nur mit einem Lavados,
Da wird man Rocco erreichen auf gerade einmal Level 6. Ich mache hier keine Scherze. Ich habe einfach in der Zwischenzeit nur ein Level abbekommen seit dem Labor von Professor Eich. Und damit muss ich jetzt hier antreten bei der ersten Arena. Dieser Kampf hier ist absolut absurd. Ich habe hier Stunden gesessen und ich kann euch eins sagen, ja, dass man hier gewinnt, ist fast unmöglich. Natürlich kann man theoretisch mit Feuerwirbel so oft in Folge treffen, dass halt Kleinstein gar kein Damage macht und man kann auch Onyx erreichen und dem dann sehr viel Schaden noch machen. Aber leider hat Feuerwirbel hier eine Genauigkeit von 70%. Und das ist nun mal ziemlich wenig. Ich habe es ja schon im Intro gesagt. Und dass man die Attacke konstant nacheinander immer wieder treffen wird, ist einfach unrealistisch. Ein paar Hits werden daneben gehen. Und ja, dann kann man hoffen, dass zum Beispiel Kleinstein in den Runden, wo man misst, was weiß ich, ein Igler einsetzt, ne? Das ist dann vollkommen egal. Aber das wird nicht immer der Fall sein. Und wenn man dann ab und zu mal getroffen wird und schon geschädigt bei Onyx ankommt, kann man praktisch aufgeben. Wenn man allerdings Onyx erreichen sollte, wird man eine Sache feststellen, die ziemlich belastend ist. Und zwar ist Onyx einfach mal schneller als Lavados, weil es überlevelt ist. Und Onyx ist ja generell nicht unbedingt ein langsames Pokémon. Man profitiert zwar hier ein bisschen davon, dass Gesteins-Pokémon keine so gute Spezialverteidigung haben, aber ein bisschen was halten die halt schon aus und der Kampf hier dauert eine Ewigkeit. Das Schöne ist aber, wenn sich Onyx hier für Geduld entscheiden sollte, dann kann Onyx mit Geduld nicht den gesamten Schaden heimzahlen, den es quasi durch Feuerwirbel erlitten hat, in der Zeit, wo Geduld aufgeladen wurde, denn es gilt immer nur ein einzelner Hit vom Feuerwirbel jeweils und das sorgt dafür, dass Geduld nicht so tragisch ist. Und dadurch bekommt man dann einige Runden, wo man Onyx wirklich aktiv verletzen kann. Und dementsprechend ist der Kampf gewinnbar, aber fast all meine Versuche haben ungefähr so ausgesehen. Letztendlich muss man auf eine Sache hoffen, die hier sehr, sehr wichtig ist, und zwar Crit Chains. Und das will ich kurz erklären. Es ist in der ersten Generation noch so gewesen, dass ein Feuerwirbel-Crit tatsächlich für die gesamte Feuerwirbel-Chain gewirkt hat. Das bedeutet, wenn man auf einer 5er-Chain von Feuerwirbel einen Crit zu Beginn bekommen hat, da crittet man 5-mal in Folge. Und das summiert sich dann durchaus auch gegen Boden-Gesteins-Pokémon. Und das Schöne ist, schnelle Pokémon können halt in der ersten Generation auch häufiger critten als langsame. Und Lavados hat ja durchaus einen guten Init-Wert, dementsprechend critte ich häufiger, als man es vielleicht gewohnt ist. Und das ist das, was diesen Kampf hier mehr oder weniger rettet, weil die AP sind hier wirklich unfassbar knapp bemessen. Ich bin einfach sehr, sehr häufig per Onyx angekommen und hatte keine AP mehr, musste dann irgendwann mit Schnabel weitermachen. Das kann für ein bisschen Damage noch funktionieren, aber naja, auf kurz oder lang wird man dann sterben, es sei denn, das Onyx ist schon so gut wie besiegt. Natürlich ist dieser Kampf hier komplett bescheuert, aber es ist schon irgendwie faszinierend zu sehen, wie ein legendäres Pokémon auf Level 6 einfach mal die gesamte erste Arena gewinnen kann, wenn man das richtige RNG bekommt. Aber ganz wichtig, wenn zu viele Feuerwirbel missen sollten, naja, ist der Versuch gescheitert, definitiv. Weil dann werden die AP niemals ausreichen und der Damage schon gar nicht. Aber gut, nach einigen Stunden Grinding konnte ich den ersten Orden dann mitnehmen. Die große Frage war aber jetzt natürlich, wie es weitergehen soll in Azuria City, weil ganz ehrlich, ich muss jetzt entweder gegen Misty gewinnen oder gegen meinen Rivalen. Und die haben beide teilweise Wasserangriffe und die sind komplett überlevelt. Aber gut, ich habe erstmal Misty probiert. Und die startet hier mit einem Sternduo, was mich halt einfach outspeedet und komplett zerstört über Aquaknarre. Ich komme nicht mal ansatzweise dazu, ihr Starmie zu erreichen. Absolut keine Chance. Ich musste also erstmal einen Rivalen besiegen und der Rivale ist wirklich ebenfalls sehr, sehr mächtig, denn er beginnt hier mit einem verdammten Tauboga auf Level 18. Und dieses Pokémon ist ein absoluter Albtraum. Es outspeedet mich gnadenlos mit all seinen Angriffen, aber hätte sowieso Quick Attack, also auch wenn ich hier bessere Init gehabt hätte, es hätte mich trotzdem outspeedet und mir Schaden gemacht. Und deswegen kann ich hier nicht einfach so blind drauf los irgendwie Feuerwirbel spammen und erwarten, dass ich Tauboga besiege, ohne Schaden einzustecken. Aber es wäre ja ganz okay, ein bisschen Damage hier mitzunehmen, ne? Das wäre kein Todesurteil. Es wird aber noch schlimmer. Dieses Tauboga spammt auch sehr gerne Sandwirbel. Und wenn ich von Sandwirbel getroffen werden sollte, dann sinkt die Genauigkeit von Feuerwirbel noch weit unter 70%. Ich werde diese Attacke dann nie wieder verlässlich treffen, geschweige denn ganze Pokémon damit schießen. Absolut keine Chance. Letztendlich kann ich also nur manchmal mit ganz, ganz viel Glück gegen Tauboga gewinnen und bin dann bereits halb tot und meine Genauigkeit ist absolut im Keller. Wenn ich das aber schaffen sollte, kommt danach Abra und es ist immerhin ein geschenkter Kill, weil das macht nur Teleport. Keine Ahnung, warum der Rivale das hier hat, aber es ist kein kampffähiges Pokémon. Aber danach geht's weiter mit Radfratz
Und wenn ich das missen sollte oder dergleichen, dann kann das Hyperzahn einsetzen und mir richtig schwer zusetzen. Also das Pokémon ist ziemlich gefährlich. Und selbst wenn ich das noch besiegen sollte, kommt dann Shiggy. Und Shiggy hat hier wie gesagt schon Wasserattacken und das Pokémon resistiert Feuerwirbel. Ich habe hier einfach nicht wirklich eine Chance. Ich habe mich also entschieden hier tatsächlich, die Attacke Geduld zu lernen. Und die bekommt man halt von Rocco, wenn man die erste Arena schaffen sollte. Und damit habe ich erstmal Misty probiert. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es ist möglich, damit Sterndur zu cheesen. Der Haken ist nur, dass man gegen Starmie dann absolut gar keine Chance mehr hat und man ist da mehr oder weniger One-Shot. Starmie ist Level 21, das ist so nicht gewinnbar. Ich musste also wieder meinen Rivalen probieren und ich kann glücklicherweise sagen, dass hier die Geduld ein bisschen was bringt. Man kann damit teilweise Tauboga relativ gut besiegen, ohne Feuerwirbel spammen zu müssen, was halt wie gesagt eine schlechte Genauigkeit hat. Und ich habe das Ganze dann so quasi gemacht, dass ich halt so lange Versuche gegrindet habe, bis ich mal wenig Sandwirbel abbekommen habe. Und dann habe ich halt weitergekämpft, wenn Tauboga besiegt wurde, über die Geduld. Das Ganze war nicht viel konstanter wie vorher, aber etwas angenehmer. Und somit konnte ich deutlich mehr Versuche grinden gegen halt einfach Abra, Radfratz und Shiggy. Und dann war dieser Kampf hier auch durchaus gewinnbar. Es war aber natürlich mal wieder mit einem sehr, sehr langen Grind verbunden. Und Shiggy komplett zu besiegen mit einem Labrados, was nicht gerade gut gelevelt ist, war keine angenehme Aufgabe. Aber es ist zumindest schaffbar. Man muss aber einfach damit rechnen, dass man dann einfach nach Tauboga bereits halbtot ist. Aber das Schöne ist, wenn man den Rivalen hier besiegt haben sollte, kann man einige Erfahrungspunkte grinden auf der Nuggetbrücke, weil dort sehr viele Pflichtkämpfe sind. Und dann kann man zurückkehren zu Misty und die nochmal probieren, wieder mit Geduld, auf einem deutlich höheren Level. Und jetzt kann man tatsächlich hier das Sterndu outspeeden und mit Feuerwirbel relativ gut besiegen. Das kann funktionieren. Und dann steht man wirklich vor Starmie mit vollem Leben. Das ist absoluter Luxus, aber das kann man sich hier gönnen. Und dann kann man Geduld einsetzen gegen Starmie und beten. Das kann funktionieren, es ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Das Schöne ist aber, es muss nicht funktionieren. Man kann Misty nämlich theoretisch noch aufschieben, bis man auf der MSN war. Das ist tatsächlich möglich, wenn man bereits Bill besucht hat, durch das Besiegen des Rivalen. Aber ich wollte es vorher mal probieren. Und ich habe es tatsächlich hier schaffen können, mit Geduld Starmie einmal zu cheesen und den zweiten Orden mitzunehmen. Wenn man aber Misty besiegt haben sollte, geht es danach weiter auf der MSN und da kommt jetzt nochmal der Rivale und der ist deutlich stärker als zuvor. Das Schöne ist aber, der bekommt hier nicht so viele Level-Ups dazu und ich habe ja mittlerweile ein relativ angenehmes Level und auf dem Weg zur MSN gab es auch noch ein paar weitere Pflichttrainer. Und deswegen ist dieser Kampf hier locker 10-mal so leicht wie der in Azuria City gegen den Rivalen. Einfach deswegen, weil ich ihn vom Level her ein bisschen eingeholt habe. Und ich kann jetzt einfach die ganze Zeit seine Pokémon outspeeden und Feuerwirbel spammen. Und ja, die Attacke trifft nicht immer. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach vom Level her nicht mehr so sehr zurückhänge, kann ich damit auch recht viel Schaden machen. Und ich brauche gar nicht so viele Feuerwirbel-Chains, um die Pokémon massiv zu verletzen. Man muss aber aufpassen, weil der hat jetzt durchaus einige Entwicklungen bekommen. Und zwar hat er jetzt ein Radikal, ein Kadabra und ganz wichtig ein Shillock. Und diese Shillock kann ich nicht konstant besiegen über Feuerwirbel-Spam. Dieses Pokémon hält einfach viel zu viel aus. Und gegen Kadabra, naja, könnte ich theoretisch Schnabel einsetzen, um das physisch zu brechen, aber Schnabel ist halt einfach keine so gute Attacke. Letzten Endes habe ich einfach hier versucht, so ein bisschen diese Shillock zu erreichen, ohne so viel Schaden zu nehmen. Und dann habe ich dieses Shillock tatsächlich gekillt über Geduld mal wieder. Eine sehr, sehr praktische Attacke für diesen Run, weil meine anderen Angriffe so unfassbar schlecht waren. Aber damit kann ich halt ein gefährliches Pokémon pro Kampf rausnehmen und wenn das ein Shillock ist, dann soll es so sein. Das funktioniert, auch wenn das Ganze natürlich nicht so konstant ist. Wenn der Rivale nicht richtig mitspielt, ist Geduld keine so tolle Attacke, aber es kann funktionieren. Was ich aber jetzt direkt auch mal ausprobieren wollte, war die Elektro-Arena von Major Bob und hier habe ich mal wieder Schwäche. Das Schöne ist aber, diese Arena hier ist optional, man muss die noch nicht machen. Man könnte die theoretisch aufschieben und erstmal beispielsweise den Felstunnel durchspielen, das ist kein Problem. Aber ich wollte es mal so testen, ohne weiteres Training bzw. ohne weitere Pflichttrainer vorzuziehen. Und diese Arena hier ist wirklich anstrengend, weil das Voltoball ist halt ein sehr schnelles Pokémon. Und das kann mich theoretisch treffen über Ultraschall und mir damit 20 Schaden machen. Und das ist einfach zu viel. Weil wenn das passieren sollte, kann ich das Raichu nicht mehr cheesen. Voltoball und Pikachu sind an sich nicht so gefährlich, ne? Die können mir zwar Schaden machen, aber die killen mich nicht. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber dieses Raichu setzt einfach Donnerblitz ein, regelmäßig, und macht mich damit komplett fertig. Und ich muss dieses Pokémon unbedingt countern über Geduld, wenn ich hier frühzeitig den Orden mitnehmen möchte.
Aber das klappt nicht, wenn mich Voltoball hier vorgeschwächt haben sollte. Dann ist dieser Geduldkill hier viel zu unkonstant. Ich musste also so lange Versuche grinden, bis ich einfach Voltoball und Pikachu besiegt hatte, ohne wirklichen Schaden zu nehmen. Und es kann teilweise ganz gut klappen, wenn das Voltoball zum Beispiel Kreideschrei einsetzt einfach nur oder Tackle, eine furchtbare Attacke auf einen Voltoball, aber Voltoball hat den Angriff. Und damit kann man es manchmal schaffen halt, das Raichu zu erreichen ohne massiven Damage und dann kann man Geduld einsetzen und mal wieder beten, dass dann einfach das Raichu nicht zu viel Schaden macht in den Runden, wo man die Geduld auflädt. Und die Aufladerunden von Geduld können auch in der ersten Generation variieren, was das Ganze etwas unkonstant und nervig macht, aber es kann klappen. Und man kann diesen Orden hier tatsächlich vorziehen, ohne erstmal den Felstunnel oder so vorzuziehen. Und das wollte ich ja hier beweisen. Und das Schöne ist, Leute, wenn man den dritten Orden hier bereits gemacht haben sollte, ist man ein Level höher beim Explosionshiker, dem wohl nervigsten normalen Trainer im gesamten Spiel. Und der hat hier zwei Kleinsteins und ein Georock und die spammen sehr gerne Finale für maximalen Damage. Dieser Kampf hier ist natürlich gewinnbar mit Lavados, wenn der Feuerwirbel mitspielt, aber es ist durchaus ziemlich nervig. Und natürlich können auch diese Gesteins-Pokémon hier bereits Steinwurf, eine Gesteinsattacke, auf die ich eine Mal-4-Schwäche habe. Das ist fast noch gefährlicher als Finale, weil dadurch der Gegner halt nicht mehr stirbt. In Finale kann ich tanken, aber ganz viele Steinwürfe, naja, da kann es sehr schnell gefährlich werden. Dieser Kampf hier ist gewinnbar, aber ist natürlich besser, wenn man bereits ein höheres Level hat, dank Major Bob. Das hilft ein bisschen mit und die Spezialverteidigung von den Gesteins-Pokémon ist ja auch nicht so wild. Aber es ist schon krass, wie gefährlich dieser Explosionszeiger ist in jedem Run, weil es eigentlich nur ein normaler Trainer ist. Aber Finale ist einfach Gift für jeden One-Pokémon-Run. Nachdem ich aber durch den Felstunnel durch war, wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, wie der Rivale so werden wird in Lavandia. Das Ding ist aber, dieser Kampf ist ziemlich ähnlich abgelaufen wie der auf der MSN, weil der einfach nach wie vor nicht so gut gelevelt ist. Später wird es anders sein, ne? Spätestens im Silfko-Gebäude wird er sehr, sehr krass gelevelt sein und riesige Levelsprünge machen. Also später auch zur Liga hin wird er sehr gefährlich werden, der Rivale. Aber in Lavandia war er leider ein ziemlicher Lappen. Sein Taboga war nur Level 25, das war ich auch schon mit Lavados und deswegen habe ich das wieder outspeeden können. So Pokémon wie Fukano oder Owei haben generell einfach ein furchtbares Matchup gegen halt Lavados, es sei denn Owei würde irgendwie Hypnose rausbekommen und selbst dann, wie will es mir großartig Schaden machen? Das Kadabra ist nur Level 20, also das konnte mir gar nichts entgegensetzen, ich weiß nicht, warum das so schlecht gelevelt ist. Und dann kommt halt wieder Shilock rein. Und Shilock als sein letztes Pokémon ist zwar natürlich gefährlich, aber ich habe nach wie vor Geduld. Und dadurch, dass er hier so Attacken einsetzt, wie beispielsweise Blubber nach wie vor, macht er auch nicht so viel Schaden und ich kann die Geduld relativ safe aufladen für massiven Damage. Später wird er mit Turtok dann Hydropump und so haben, keine Sorge. Aber hier war dieser Kampf hier echt geschenkt. Also ich muss sagen, der Rival in Lavandia hat mich ein bisschen enttäuscht. Und tatsächlich geht es danach sogar leicht weiter, denn danach kommt jetzt die Pflanzenarena von Erika und ich kann mir halt vorher die VM für Fliegen holen. Das bedeutet, ich habe jetzt endlich mal eine gute Flugattacke, die physisch ist und die halt Step hat auf Lavados. Und ja, generell hat Erika natürlich Schwäche gegen Flug und gegen Feuer. Ich habe also hier ein perfektes Matchup. Und das Schöne ist, Leute, selbst ihr Satzenia konnte mir nicht gefährlich werden. Und das ist ja generell bei den meisten Runs so das Pokémon, wo man die Stärke von Erika messen kann. Aber bei diesem Run hier war Satzenia sehr schnell besiegt und die anderen Pokémon können dann auch nicht so viel tun. Ich meine, Tangela hat keine gute Spezialverteidigung, das bedeutet, ich kann mit Feuerwirbel sehr viel Damage machen, beispielsweise, wenn ich möchte. Und Fliegen wäre auch nicht schlecht dagegen gewesen. Und das Gifloor spammt Blättertanz. Dagegen habe ich eine Mal-4-Resistenz. Dieses Pokémon macht mir keinen Damage und ist sehr, sehr schnell besiegt. Also die Pflanzenarena war wirklich kein Problem. Und danach kam Giovanni in der Spielhalle. Und auch dieser Kampf hier ist nicht so knifflig, weil der hat hier nur drei Pokémon. Und auch wenn zwei davon Bodengestein sind, ja, was sollen sie machen? Seht euch diesen Kampf hier mal an. Ich kann die halt hier outspeeden und speziell angreifen. Das bedeutet, die können mit ihrem besten Verteidigungswert nicht so viel anfangen. Und die werden durch Feuerwirbel auf kurz oder lang zugrunde gehen. Und ganz ehrlich, so häufig setzen auch die Pokémon von Giovanni nicht Gesteinsattacken ein. Also selbst wenn die durchkommen würden mit ihren Angriffen, wären sie nicht so bedrohlich, zumal Onix sowieso kein wirklich gutes offensives Pokémon ist. Also den ersten Giovanni-Fight habe ich mir echt schwieriger vorgestellt. Und auch sein letztes Pokémon Kangama kann man nicht so viel entgegensetzen. Das Ding ist aber, dass natürlich nach diesem Kampf hier die Levelkurve extrem anzieht und da wird das Spiel dann wieder deutlich schwieriger. Und das erste, was ich jetzt nach dem Levelsprung gemacht habe, war der Kampf gegen Koga, weil ich wusste, ich habe hier einfach einen gewissen Plan.
Ich wusste, dass das Silfko-Gebäude ziemlich furchtbar werden würde, weil der Rivale sehr, sehr stark ist, aber gegen Koga wusste ich eine Möglichkeit, um den Kampf hier ein wenig zu vereinfachen. Und zwar ist das stärkste Pokémon von Koga in der Giftarena hier ein Smogmog Level 43. Und das benutzt sehr, sehr gerne Finale. Und ich habe halt einfach die Attacke Fliegen. Und wenn ich damit gerade in der Luft sein sollte und der Gegner setzt Finale ein, dann stirbt der Gegner und ich habe einfach so gewonnen und werde nicht getroffen. Und darauf wollte ich hier grinden, aber dafür musste ich halt einfach konstant dieses Mogmog erreichen, was nicht so ganz funktioniert hat, weil das Problem ist, dass die ersten drei Pokémon von Koga mich gerne mal vergiftet haben. Und wenn ich vergiftet sein sollte, kann ich meine Feuerwirbelstrategie nicht benutzen, weil ich dann jede Runde während der Feuerwirbel-Chain, naja, Giftschaden fresse. Und dementsprechend kann ich dann nicht mehr mir extrem viel Zeit lassen und dann werde ich diesen Kampf hier vermutlich verlieren. Aber gut, ich habe es irgendwann geschafft halt, Smogmog ein paar Mal zu erreichen und irgendwann kam dann der Try, wo ich es einfach outspeedet habe, in die Luft geflogen bin, es hat sich gesprengt und ich hatte gewonnen. Das ist eine gute Möglichkeit, um halt mit Flug-Pokémon Koga ein bisschen zu cheesen, weil das Smogmog ist halt wirklich mit Abstand sein gefährlichstes Pokémon. Aber dann ging es weiter im Silfko-Gebäude und ich konnte diesen Kampf hier nicht mehr so wirklich aufschieben. Ich hätte theoretisch vorher noch Pyro machen können, aber der ist nicht unbedingt einfacher bei dem Run hier, was man vielleicht nicht erwartet, aber naja, dazu kommen wir noch. Ich wusste, dass Pyro nicht geschenkt ist. Und deswegen musste ich jetzt eigentlich den Silfko-Rivalen machen, auch wenn ich nicht wollte, weil der Rivale ist hier echt stark. Das Schöne ist aber, ich kann seinen Tauboss outspeeden. Und das ist schon mal ein guter Start, weil ich dann einfach ohne Damage theoretisch bei den hinteren Pokémon ankommen kann. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Und ihr wisst Bescheid, Freunde. Fukano und Owei können gegen mich einfach nicht so viel machen. Die haben einfach hier ein furchtbares Matchup gegen Lavados und das kann ich sehr gut für mich nutzen. Die Problem-Pokémon sind hier allerdings das Simsala vom Rivalen und sein Turtok. Das Ding ist, Simsala ist ein sehr, sehr schnelles Pokémon und ihm seine Psycho-Attacken tun auch ziemlich, ziemlich weh. Das Gute ist aber, dass es physisch nicht so viel aushält und dementsprechend kann ich mit Fliegen hier sehr viel Schaden machen und es manchmal sogar wegritten. Das kann funktionieren. Ich werde es aber normalerweise nicht one-shotten. Ich werde also ein paar Hits brauchen und komme eventuell mit Schaden bei Turtok an, was nicht so optimal ist. Ich hatte aber irgendwann einen Versuch, wo ich mit sehr viel Leben bei Turtok angekommen bin und dann habe ich versucht hier sogar mit Geduld wieder zu gewinnen und es hat funktioniert. Und das hat mich ein bisschen überrascht, ne? Weil die Attacke normalerweise so unfassbar schlecht ist für fast jeden Challenge-Run, aber bei Lavados hat das wirklich geholfen, weil ich damit einfach Turtok recht gut outen konnte. Zumal es hier auch noch nicht so gute Wasserattacken hat. Aber keine Sorge, Leute, bei den letzten beiden Rivalen-Battles wird dieses Turtok ein deutlich besseres Moveset haben und dann wird so eine Taktik hier nicht mehr so einfach funktionieren, aber dazu kommen wir später. Was wir jetzt aber erstmal behandeln müssen, ist das zweite Giovanni-Battle und ganz ehrlich, Freunde, ich weigere mich, das einzublenden. Giovanni hat sich hier komplett blamiert und nur Bullshit eingesetzt, so Attacken wie Kratzer und Co. und hat mir einfach gefühlt gar keinen Damage gemacht. Das war komplett lächerlich. Selbst an Nidoqueen auf Level 41 war der letzte Witz. Da war der Kampf gegen Sabrina auf jeden Fall deutlich interessanter, weil das ist jetzt die Psycho-Arena und ich denke, ihr alle wisst mittlerweile, wie stark Psycho-Pokémon sind in der ersten Generation. Das Schöne ist aber, Psycho-Pokémon halten physisch einfach nicht so viel aus. Ikadapa beispielsweise kann ich physisch mit Fliegen wirklich komplett zerstören und es kann nicht viel gegen mich machen. Und das Pantimos überlebt zwar einen Hit gegen mich, aber was will das großartig tun? Das kann sich defensiv ganz gut setupen, das kann man ihm lassen, aber es ist nicht unbedingt das gefährlichste Pokémon und seine Attacken lassen mich relativ kalt. Und dann kommt Omot rein und dieses Pokémon ist ein Käfer. Das ist nicht mal ein Psycho-Pokémon und hat sogar Schwäche Fliegen, das ist instant besiegt. Es bleibt also praktisch nur Simsala als gefährliches Pokémon, aber das ist auch richtig gefährlich, weil das Pokémon kann sich gegenheilen, es kann Reflektor aufsetzen und es kann sehr, sehr stark angreifen und ständig critten. Die KI crittet wirklich häufig damit. Aber Freunde, wenn ich dieses Pokémon einmal critten sollte selber, ist es One-Shot am Reflektor vorbei. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, Lavados ist ein sehr schnelles Pokémon, von daher hat es nicht lange gedauert, bis es wirklich mal funktioniert hat. Und danach bin ich endlich aufgebrochen Richtung Zinnoberinsel, um Pyro rauszufordern. Und das ist jetzt die Feuerarena. Und hier hatte ich wirklich den komischsten Kampf eigentlich des gesamten Runs. Einfach deswegen, weil Pyro jedes Mal wieder eine sehr, sehr merkwürdige KI hat, aber seht einfach selber, dieser Kampf hier war etwas merkwürdig. Das Ding ist, Pyro will hier auf gar keinen Fall eine Feuerattacke einsetzen, weil die hier alle nicht sehr effektiv sind gegen Lavados. Das bedeutet, er wird permanent so Sachen spammen wie Agilität oder einfach Normalangriffe wie Bodycheck.
Und es hört sich erstmal ziemlich schwach an, von Feuer-Pokémon irgendwelche normalen Moves zu tanken, die auch physisch sind. Aber tatsächlich können diese Attacken ziemlich wehtun. Ich meine, so ein Stampfer von Galoppa beispielsweise, das tut schon ein bisschen weh. Und wenn Akani irgendwann anfangen sollte, Bodychecks zu spammen, tut das richtig weh. Und da kann ich sehr schnell down gehen. Ich muss also diesen Kampf hier ernst nehmen, aber es fällt ein bisschen schwer, diesen Kampf hier ernst zu nehmen, wenn die ganze Zeit Pyro hier Supertränke spammt auf vollgeheilte Pokémon. Es ist so merkwürdig jedes Mal wieder, aber Pyros KI ist einfach komplett kaputt. Hier hat auch kein Game-Tester irgendwie damals geprüft, ob das Ganze auch nur ansatzweise funktioniert. Dieser Kampf hier ist komplett verglitscht und seltsam. Aber tatsächlich kann man hier gewinnen mit Lavados, ohne Rare Candies zu nutzen oder was weiß ich, Reflektor oder so. Man muss sein Moveset hier tatsächlich in keinster Weise ändern. Und zwar kann man hier einfach Geduld nutzen gegen Akani und dann sollte dieser Kampf hier gewinnbar sein. Weil das Ding ist, Akani mit anderen Attacken zu besiegen, ist eher unwahrscheinlich, weil Fliegen macht nicht so viel Damage hier. Ich bin einfach unterlevelt und Feuerwirbel gegen Akani ist nicht wirklich sinnvoll. Akani ist einfach sehr, sehr stark und resistiert halt. Und deswegen war auf jeden Fall Geduld hier der beste Weg und es hat geklappt. Hat zwar einige Versuche gebraucht, aber das Ganze war durchaus schaffbar. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu der letzten Arena. Und das ist halt die von Giovanni und das ist eine relativ schwere Bodenarena. Und dieser Kampf hier ist auf jeden Fall erwähnungswürdig, weil Giovanni hier sehr, sehr viel stärker wird auf einmal. Und er ist jetzt tatsächlich wieder ein sehr ernstzunehmender Gegner. Das Schöne ist aber, man bekommt von Pyro, wenn man den besiegen sollte, die TM für Feuersturm. Und das ist durchaus ein guter Buff für mein Lavados. Das Ding ist, Giovanni hat 5 Pokémon und nur 2 davon sind Bodengestein. Und die anderen sind halt Boden oder Bodengift. Das bedeutet, die kann ich neutral angreifen mit Feuerattacken. Also sowohl Feuerwirbel als auch Feuersturm ist jetzt ziemlich effektiv. Und naja, die Bodengesteins-Pokémon sind ein Rihorn und ein Rizeros. Mit grausamen Movesets, die haben gefühlt gar nichts vorzuweisen und Rizeros beispielsweise spammt sehr gerne irgendwelche sinnlosen K.O.-Attacken, obwohl es langsamer ist als Lavados. Das bedeutet, die können gar nicht funktionieren, das sind einfach tote Runden und Giovanni nutzt auch teilweise Items. Ich würde empfehlen, einfach den Hit von Diktri mitzunehmen, wenn er passieren sollte. Das wird einen manchmal angreifen mit Schlitzer und gegen Nidoking und Nidoqueen macht man einfach ein, zwei Mal Feuerwirbel und dann Feuersturm, dann sind die besiegt. Und ja, gegen Rihorn und Rizeros spammt man Feuerwirbel, bis man die irgendwie im Griff hat. Und dann kann man vielleicht noch einmal Feuersturm nutzen, um denen den Rest zu geben. Dieser Kampf hier wird eine Weile dauern. Man wird aber normalerweise vermutlich nicht verlieren. Man muss aber ein bisschen aufpassen, weil so ein Fuchtler von Nidoking, wenn der mal durchkommt, der könnte schon wehtun. Also so ein paar gute Angriffe sind dabei, aber hier zu verlieren ist dann doch relativ unwahrscheinlich. Ich würde sagen, hier hat Lavados auf jeden Fall die Überhand und Feuerwirbel ist hier mal wieder sehr praktisch. Bevor ich jetzt aber zur Liga konnte, musste ich auch noch antreten gegen meinen Rivalen kurz vor der Siegestraße und vor diesem Kampf hier hatte ich Angst, weil ich wusste, wenn der Kampf hier fast unmöglich ist, dann ist der Champfight ein ziemlicher Albtraum, aber okay, ich wollte es mal probieren. Und ich kann festhalten, dieser Kampf hier ist etwas merkwürdig. Und zwar sind seine ersten 4 Pokémon eigentlich vollkommen irrelevant. Er hat mal wieder Tauboss, Owei und Fukano, aber jetzt hat er auch noch ein Rihorn. Und es klingt erstmal ziemlich furchtbar, weil es halt wieder ein Bodengesteins-Pokémon ist, aber alle 4 Pokémon können mir ziemlich egal sein. Gegen Tauboss habe ich halt einfach neutrale, gute Feuerangriffe, die sehr viel Schaden machen, also das Pokémon kann mir nicht wirklich das Wasser reichen, alles okay. Das Rihorn hat ein furchtbares Moveset und auch wenn da mal Feuerwirbel daneben gehen sollte, ist es kein Weltuntergang, damit komme ich vollkommen klar. Fukano hat mal wieder ein grausames Matchup und wird hier die ganze Zeit Agilität und so spammen aus Verzweiflung, weil es keine richtigen Attacken gegen mich hat. Und Owei hat sogar Schwäche gegen beide meiner Typen. Also ich komme hier sehr gut klar gegen die ersten 4 Pokémon. Das Blöde ist nur, dass die mich jedes Mal unfassbar viel Zeit kosten. Und dann komme ich irgendwann bei Simsala an und kriege das einfach nicht tot. Weil dieses Pokémon wird mich eiskalt outspeeden und Reflektor aufsetzen, meistens. Und dann macht Fliegen einfach keinen Damage mehr. Und ja, dann muss ich ihn totkritten. Und das kann manchmal funktionieren, aber viel häufiger werde ich hier wahrscheinlich einfach an Simsala down gehen. Und bei den Versuchen, wo ich mal an Simsala vorbeikomme, wird mich vermutlich, naja, Turtok besiegen, das jetzt Hydro-Pumpe spammen wird und kein Blubber mehr. Dementsprechend kann ich Geduld vergessen und ich werde mit normalen Feuerwirbel-Chains hier nur sehr unwahrscheinlich gewinnen. Und deswegen hat das Versuche-Grinden so relativ wenig Sinn gemacht. Und deswegen habe ich für diesen Fight hier mal wieder mein Moveset geändert und zwar habe ich jetzt Mimic mit reingenommen
und Geduld verlernt, weil ganz ehrlich, Geduld wird mir nichts mehr bringen. Und mit Mimic kann ich tatsächlich einen Move kopieren von einem gegnerischen Pokémon und den kann ich dann nutzen für den gesamten restlichen Kampf. Und ich habe mich entschieden hier, die Agilität zu klauen von Fukano. Und damit kann ich hier meine Init erhöhen und damit Simsala outspeeden. Und dann kann ich hier tatsächlich Simsala cheesen über Feuerwirbel, was diesen Kampf hier deutlich konstanter macht. Und so habe ich es dann schaffen können, deutlich häufiger vernünftige Versuche zu bekommen bei dem verdammten Turtok. Und dieses Turtok ist halt richtig anstrengend, weil Hydropumpe tut weh und Feuerwirbel macht hier sehr, sehr wenig Schaden. Ich outspeede es aber zumindest und die Taktik kann halt funktionieren, wenn man sehr viel Glück hat. Dieser Kampf ist trotzdem nicht so einfach, aber durch Mimic war es auf jeden Fall relativ gut machbar noch und ich konnte mich deswegen aufmachen Richtung Pokémon-Liga. Letztendlich habe ich also die Liga erreichen können, nur mit einem Lavados, pazifistisch, ohne Rare Candies und das war durchaus schon mal sehr cool. Der Haken ist aber leider, dass die Liga jetzt natürlich nochmal deutlich schwieriger werden wird und die Levelkurve wird weiter anziehen und der erste Gegner von den Top 4 ist sogar die gute Lorelei und das ist eine Wassereistrainerin. Also ein ziemlich furchtbares Matchup für mein verdammtes Lavados, aber ich musste es versuchen. Und das Blöde ist einfach, dass Lavados hier in der ersten Generation, wie gesagt, auch eine Eisschwäche hat. Also sowohl Wasserattacken als auch Eisattacken können mich sehr effektiv treffen. Und ich wusste, dass ich auf diesem Level hier ohne eine richtige Strategie keine Chance haben würde gegen Lorelei. Ich kann vielleicht manchmal Yugong und Austausch besiegen, das mag möglich sein, aber auch noch Lamos, Rossana und Lapras zu besiegen, ohne irgendwie einen richtigen Plan zu haben, das ist komplett unrealistisch und Feuerwirbel alleine hätte mir den Sieg hier einfach nicht gebracht. Das Schöne ist aber, es gibt eine Möglichkeit, diesen Kampf hier tatsächlich ein wenig zu cheesen. Man muss leider dazu sagen, man muss auch bei dieser Strategie hier Yugong und Austausch regulär besiegen, also die kann man nicht wirklich cheesen. Aber wenn man es schaffen sollte, Lamos zu erreichen mit einem guten KP-Wert, dann kann man tatsächlich über Mimic die Amnesie von Lamos klauen und damit den Spets-Wert von Lavados auf plus 6 erhöhen. Und damit erhöht man nicht nur die Spezialverteidigung von Lavados in der ersten Generation, sondern auch den Spezialangriff. Das bedeutet, naja, der Feuerwirbel wird auf plus 6 gepusht und ist auf einmal eine richtig mächtige Attacke und der Feuersturm ist nochmal deutlich heftiger. Und damit ist der Kampf gegen Lorelei tatsächlich möglich. Man kann gegen Lorelei gewinnen mit einem Lavados pazifistisch, ohne auch nur ein Rare Candy zu schlucken, weil Amnesie einfach komplett busted ist. Und ja, ich Badge Booster auch dadurch, aber es ist vollkommen egal. Ich scheiß auf die Badge Boost, ne? Wenn ich hier auf meinem Spets-Wert auf plus 6 bin, kann mich nichts mehr aufhalten. Und dementsprechend habe ich diesen Kampf hier überraschenderweise sehr souverän gewinnen können, obwohl ich dachte, dass Lorelei vermutlich eine der härtesten Kämpfe wird im gesamten Run. Aber gut, Yugong und Austausch zu besiegen, hat schon eine Weile gedauert und ich muss sagen, das war auch ein bisschen frustrierend, weil gerade Schnapper von Austausch ist eine sehr nervige Attacke, weil das funktioniert ja genauso wie Feuerwirbel und es ist eine Wasserattacke. Nachdem man aber Lorelei besiegt hat, geht es dann weiter mit Bruno und das ist jetzt mal wieder der Kampftrainer und der ist wie immer komplett geschenkt. Es ist einfach nur ein Witz, wie schwach Bruno hier ist, aber das gilt ja für fast all meine Runs. Bruno ist eigentlich nie eine große Bedrohung. Und naja, Kampf-Pokémon haben sogar Schwäche Flug. Das bedeutet, Fliegen ist hier sehr effektiv und macht wirklich sehr viel Schaden. Ich kann zwar die Pokémon von Bruno nicht konstant one-shotten, aber ich outspeede hier alles und kann einfach ein, zwei Mal Feuerwirbel einsetzen und die dann finishen. Und die beiden Onyxe können physisch kaum Schaden austeilen, also auch wenn die mal zum Angriff kommen sollten, ist es absolut irrelevant. Und selbst das Mahomai war wirklich leicht zu besiegen. Der Kampf sieht knapper aus, als er war. Am Ende des Tages war das Ganze hier sogar ein First Try. Danach kommt aber Agathe und das ist die Geisttrainerin und die ist wieder deutlich schwieriger. Ich muss sagen, dieser Fight hier ist ohne Rare Candies ein absoluter Albtraum. Die hat zwei verdammte Gengars, ein Alpollo, ein Golbat und ein Arbok. Und diese Pokémon haben unfassbar anstrengende Attacken. Die haben beispielsweise Hypnose, zusammen mit Traumfresser, die haben auch Konfusstrahl, das letzte Gengar hat sogar Toxin, die haben zum Beispiel Nachtnebel, was immer safen Schaden verursacht, also sehr, sehr viel safen Schaden. Und ich kann mich dem kaum entziehen. Dieser Fight hier ist komplett zum Kotzen und unfassbares RNG. Das Ding ist, dass die Geister physisch nicht so viel aushalten können und ich kann theoretisch alle Pokémon neutral angreifen über Feuerwirbel, aber die Pokémon von Agathe sind halt nicht mal langsam. Die haben sogar gute Init
und ich kann denen nicht mal mit Mimik irgendwie eine sonderlich gute Attacke klauen. Ich könnte hier theoretisch einem Gengar zum Beispiel die Attacke Hypnose klauen, aber was bringt mir das? Da kann ich manchmal Pokémon einschläfern zu 60%. Das macht den Sieg hier nicht konstanter. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm, aber man kann diesen Kampf hier gewinnen, wenn man sehr gutes RNG hat. Und mit Fliegen macht man tatsächlich hier den Geistern auch relativ viel Schaden. Und für den Rest kann man einfach ganz stumpf irgendwie Feuerwirbel spammen und Feuersturm, um guten neutralen Schaden zu machen. Es würde hier aber auf jeden Fall Sinn machen, einfach die Rare Candies einzusetzen. Weil sie noch länger aufzusparen macht nicht so viel Sinn, aber ich wollte es halt auf Krampf ausprobieren, ob ich so siegen kann, und es hat geklappt. Es hat aber eine Ewigkeit gedauert und ein Spaß war es nicht so wirklich. Und danach kommt dann Siegfried und er beginnt hier mit einem verdammten Garados und das ist verdammt überlevelt und spammt Hydro-Pumpe. Und ja, man kann dieses Pokémon besiegen über Feuerwirbel, aber man wird diesen ganzen Kampf hier so nicht gewinnen können. Er hat danach noch zwei Dragoniers, dann ein Aerodactyl, was mich safe outspeedet und mit Hyperstrahl und so angreifen kann, und dann noch ein Dragoran. Ich kann nicht all diese Pokémon schießen mit Feuerwirbel. Da kann ich auch noch so sehr die AP erhöhen von Feuerwirbel. Es ist komplett unrealistisch und deswegen wusste ich, alles klar, spätestens hier muss ich die Rare Candies einwerfen und ich bin somit dann 11 Level gestiegen, indem ich jedes Rare Candy eingeworfen habe, was so eine ganz Kanto mitnehmen kann. Und damit war dieser Kampf hier natürlich deutlich einfacher, der war aber nach wie vor auf gar keinen Fall geschenkt. Und was ich hier definitiv machen musste, war Hyperstrahl zu klauen vom ersten Dragonier. Und es war die beste Entscheidung, die ich irgendwie hätte treffen können, weil wenn man in der ersten Generation mit Hyperstrahl einen Kill machen sollte, da muss man nicht aussetzen. Es ist eine sehr, sehr wichtige Mechanik, die muss man wissen in Generation 1, wenn man hier regelmäßig Challenge Runs machen möchte, weil das kann sehr, sehr entscheidend sein. Und so kann ich hier einige Kills etwas früher hinbekommen und auch später bei Dragoran wird das sehr, sehr wichtig. Aber vor allem auch das Aerodactyl kann hier sehr nervig werden. Und was auch sehr anstrengend werden kann bei dem gesamten Fight hier, sind Hypertränke. Jedes Mal, wenn man Siegfried hier in den kritischen Bereich hauen sollte bei einem seiner Pokémon, besteht die Möglichkeit, dass er es komplett wieder voll hielt. Und wenn sowas passieren sollte bei beispielsweise dem Dragoran am Ende, hat man einfach verloren. Und es ist auch richtig frustrierend, wenn man irgendwann mal wieder Garados komplett downgehauen hat mit Feuerwirbel und es dann leider mit einer zu krassen Chain von Feuerwirbel in die Heal Range haut. Und dann ist es wieder Full Life und man kann neu laden. Weil das Besiegen von Garados dauert jedes Mal eine Ewigkeit, auch nach den Level-Ups. Generell ist Siegfried hier ein wirklich unangenehmer Gegner. Das Schöne ist aber, Aerodactyl hat hier Gott sei Dank keine Gesteinsattacken und Dragoran zum Beispiel macht häufig mal ziemlichen Blödsinn, wie beispielsweise Barriere zu spammen und das kann man für sich nutzen. Man muss aber auch bedenken, dass Barriere den Hyperstrahl schwächer macht, dementsprechend sollte man vielleicht anfangen, etwas früher Hyperstrahl einzusetzen, als es normalerweise sich angenehm anfühlen würde. Ein bisschen awkward gegen ihn zu kämpfen, aber es kann funktionieren durch die Rare Candies, aber ohne halte ich das Ganze für ziemlich unmöglich. Die große Frage war aber jetzt natürlich, ob ich auch gegen den Rivalen gewinnen kann beim Champ Battle, weil ich wusste, ich kann unmöglich weitere Level-Ups bekommen und wenn der Kampf jetzt unmöglich sein sollte, habe ich die Challenge hier einfach verloren nach all der Mühe und es wäre schon sehr frustrierend gewesen, aber gut, ich wollte es mal probieren. Und ich hatte hier folgende Taktik, und zwar wollte ich erstmal Tauboss hier neutral aus dem Weg räumen, ohne irgendwie Schaden zu fressen, und das war auch konstant möglich, weil ich hier mittlerweile eine recht gute Init hatte. Ich hatte ja gelevelt durch die Rare Candies bei Siegfried und dementsprechend war ich auf Augenhöhe und konnte Tauboss hier sehr konstant besiegen, ohne großartiges RNG erwarten zu müssen. Das war auf jeden Fall kein großes Problem. Und dann kam Simsala sofort rein und das war hier für mich ein riesen Gamechanger. Es kam direkt als zweites Pokémon. Das ist wunderbar. Damit brauche ich nicht immer eine Ewigkeit, um halt wirklich gegen Simsala Versuche zu grinden. Und tatsächlich war ich sogar hier mit Simsala deutlich mehr auf Augenhöhe, wie ich dachte. Ich konnte hier einfach guten Gewissens ohne Probleme die Attacke Genesung klauen und währenddessen Hits einstecken und ich bin nicht zugrunde gegangen, ja? Mein Pokémon konnte das verkraften. Und dann hatte ich Simsala irgendwann besiegt. Und das Schöne war dann einfach, dass ich halt einfach jetzt einige Zeit hatte, mich wieder voll zu heilen, bevor dann ganz am Ende das Turtok kommt. Es kam nicht sofort als nächstes nach Simsala und ich musste nicht Full Life sein nach Simsala. Das war eine riesen Veränderung für diesen gesamten Fight. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, Rizeros, Arcani und Kokowai können einfach meinem Lavados nicht so viel anhaben. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, die Bodengesteins-Pokémon bei diesem Run hier
haben ein grausames Moveset, jedes Mal aufs Neue. Die spammen Rutenschlag und Silberblick und sonst was, aber die machen nichts Gefährliches. Und dementsprechend habe ich da alle Zeit der Welt. Arcani ist halt nicht so ein tolles Pokémon gegen mich, da war das von Pyro schon deutlich gefährlicher irgendwie. Und Kokowai hat mal wieder Schwäche, dementsprechend habe ich das recht gut im Griff, es sei denn, ich werde eingeschläfert. Das ist dann nicht so toll. Aber normalerweise sollte ich eigentlich relativ konstant Turtok erreichen und es hat auch ganz gut funktioniert. Und das Schöne ist, dass Turtok macht manchmal nur Panzerschutz. Und das ist wirklich sehr viel wert. Das Ding ist, ich brauche sehr viele Feuerwirbel hier, um das Pokémon zu schwächen und um es dann so langsam in die Killrange zu bringen, von beispielsweise Feuersturm. Und wenn es halt in der Zeit in meinen Missrunden man nicht einfach hier Blizzard spammt oder Hydropumpe, dann ist das sehr, sehr angenehm. Und ich kann sogar hier tatsächlich einen Hit überleben von dem Turtok, obwohl das Level 65 ist. Das bedeutet, ich kann mich hinstellen und Genesung spammen und mich gegenhealen, während das mich angreift. Und irgendwann macht es dann beispielsweise Panzerschutz oder es misst mal. Und da kann ich weiter angreifen mit Feuerwirbel und bin einfach safe, beziehungsweise er müsste mich schon wegritten, um mich wirklich down zu bekommen. Und deswegen war der Sieg gegen Turtok hier gar nicht so unwahrscheinlich. Und nach 2-3 Versuchen hat es dann auch funktioniert. Ich habe hier tatsächlich die Liga gewonnen. Wir können also festhalten, es ist möglich, hier mit einem Lavados pazifistisch ganz Kanto durchzuspielen. Es ist aber wirklich ein sauschwerer Run gewesen. Ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein Kanto-Run im Pazifismus so schwierig war. Es war sehr, sehr anstrengend, zumal der Anfang hier besonders schlimm war. Ich meine, ganz ehrlich, Freunde, Rocco zu besiegen, ich dachte lange Zeit lang nicht mal, dass das geht von den AP her. Ich meine, ich hatte hier mit einem Level 6 Lavados gekämpft in der ersten Arena und habe wirklich gewonnen. Auf jeden Fall ein erstaunliches Ergebnis, aber auch die späteren Arenen wurden ja nicht unbedingt einfacher. Auch Misty beispielsweise, Major Bob, waren sehr unangenehm. Was mich aber wirklich überrascht hat heute, war die Attacke Geduld. Also die war sehr praktisch und hat mich immer wieder gerettet. Aber ohne Feuerwirbel wäre der Run natürlich unmöglich gewesen. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber gut, Leute. Weitere Runs könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren vorschlagen. Ich muss aber auf jeden Fall festhalten, dass Arctos der deutlich leichtere Run war. Und Zapdos, naja, der geht vermutlich nicht, weil Rocco dürfte unmöglich sein. Also wirklich komplett unmöglich. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig live streame. Würde mich sehr freuen. Und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und bei den 45.000 Abos kommt auch mal wieder ein kleines Special. Von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.